So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Livestream von Gothic 3. Ich habe mich nach Benzala teleportiert. Teleportiert. Um nochmal zur Oase von Knut zu gelangen. Und das aus einem bestimmten Grund. Und zwar soll es dort noch eine versteckte alte Truhe geben, die ich natürlich aufsuchen werde. Und zwar aus dem Grund. Es ist einer der neuen Truhen. Es gibt vier neue Magier-Truhen. In Myrtana habe ich jetzt alle. Mir fehlt jetzt noch ganz viele in Nordmar. Also sehr viele fehlen mir noch in Nordmar. Und dann gibt es noch einige hier in Varant. Dazu zählt zum einen die Truhe, die wir... Ich glaube, ich muss niesen. Zu einem die Truhe, die wir jetzt hier aufsuchen werden. Dann noch einige in Aishidim und... Ach du Scheiße. Machen wir mal eine 6. Oh. Einundzwanzig, 22, 23, 24, 25, 26. Tschüss. Das sind fast 10 Sekunden. So. Ach ja, ich habe übrigens 800 Mana. Deswegen, das sollte nicht mehr viel ausmachen. Ja, einige sind noch in Aishidim. Die werden wir dort vorfinden. Ein paar noch in Murasul. Beziehungsweise. Ja, doch, in Murasul. Müsste in Murasul sein. Ich kann jetzt leider nicht gucken. Aber ich meine in Murasul. Wo wir uns diesen Part auf jeden Fall hinbegeben werden. Und natürlich werden wir die Wüste durchforsten und die ganzen Ruinen von Murasul. Ich glaube, das ist immer etwas, wovor ich mich gedrückt habe. Ah, ja. Okay, ich habe sie gefunden, die Höhle. Questerfolg, Aishidim gefunden, das ist schlecht. Wollte ich gar nicht finden. Machen wir mal die 6. Auf den. Tschüss. So. Und hier die 6. Jetzt sind wir ein richtiger Magier, kann man eigentlich sagen. Vorher waren wir ja noch nicht so wirklich der richtige Magier-Typ. Um ehrlich zu sein, ich habe die Höhle vorher noch nie gesehen. Ich war vorher noch nie in dieser Höhle drin.
Wie ich die mit One-Hit kille, ey. Einfach so. Mit One-Hit. 90 Erfahrung ohne wirklich was Anstrengendes zu haben. Seltsamer Pilz, okay. Dann haben wir jetzt Aishidim gefunden. Ja, okay, dann gehört das schon dazu. Blöd. Wollte ich eigentlich nicht. Aber egal. Wollte ich eigentlich nicht finden. Ja, Sandcrawler. So. Natürlich sind hier Sandcrawler. Na komm, Sandcrawler. Der lässt auch gerne wieder auftauen. So. Sehr schön. Und zwar wollte ich nur an diese alte Truhe. Amulett der Eisenhaut. Ist das jetzt dein Ernst? Ja. Komm. Besser als mein jetziges. Dann geht's jetzt auf zu Diego. Braga. Denn wir machen uns auf den Weg nach Morazul. Bam 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 badam 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 bam bam. Komm mit. Was haben wir los? Dat. Was willst du? Trink. So, jetzt ist die Frage. 21 Lernpunkte? Ich habe tatsächlich 21 Lernpunkte. Okay. Das heißt, im nächsten Level-Up kann ich schon mal 2 Lernpunkte für was anderes ausgeben. Ich werde wahrscheinlich auch jetzt diese Lernpunkte danach in Alchemie investieren. Damit wir endlich mal permanente Tränke brauen können. Weil wenn wir das können, sage ich euch Leute, werden wir ein sehr mächtiger Mann. Wo sind die Rezepte? Hier. Embarla Figasto. Davon kann ich bisher 8, 16, 2 herstellen. Bisher 2. Aber ich glaube, da kann man insgesamt 3 herstellen. Das heißt, das sind 3 Lebensenergie und 3 Kronstücke. Also muss ich minus 3 Kronstücke rechnen. So, sehr schön.
Meine Frage ist jetzt, ist Diego brauchbar? Also so brauchbar, dass wir mit dem ein bisschen die Wüste erkunden können. Zum Beispiel diese Ruine da. Zack. Ah, ich mache eh alles mit One-Hit fertig. Naja, so gut wie alles. Zumindest die einfachen Monster. An der Oase war ich schon. Vor allen Dingen, so groß ist die Wüste nicht mal. Das geht eigentlich von der Wüste her. Ich habe mir die immer größer vorgestellt. Ich hatte die auch immer größer in Erinnerung. Aber hier zum Beispiel ist schon mal der alte Lagerplatz mit den Sandcrawlern. Dort hinten geht's zu diesem Paladin-Lagerplatz. Wo wir auch schon mal hingehen können. Ja, wir erkunden jetzt erstmal ein bisschen, würde ich sagen. Schließlich habe ich Diego nicht umsonst mitgenommen. Der kann mir in schwierigen Situationen, kann er mir eigentlich gut beistehen. Hüpsala. Aber das Speichern sollte ich trotzdem nicht vergessen. Da ist Morazul. Da geht's schon nach Benzala. Da ist die Oase mit Hurit, müsste die sein. Ja, riesige Welt zum Erkunden. Ist echt fraglich, wo man als erstes hingeht. Halt, ich höre Snapper. Frage ist, da. Da sind sie. Zack. Zack. Da. Ich hasse die Viecher. Ich nicht. Ich finde, es geht. Ne, das ist doch die Oase mit Hurit. Ja, doch, das ist sie. Ah, fuck. Ja. Da, da. 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 Gut gemacht. Das war's für dich, Mistvieh. Ich habe aber, wie es aussieht, nicht so viel Leben. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich komme zu dir, Diego. Ah, jetzt vergiss es. Vergiss es einfach, Diego. Einmal die 8, bitte.
So, hier müssten jetzt auch noch... Ja, ich höre einen Schakal. Was? Wo kommt der denn her? Gut, das war's für dich, Mistvieh. Der kam aus dem Nichts, der Schakal. Da war ich wohl nicht ganz aufnahmefähig. Den habe ich nämlich tatsächlich nicht gesehen. Das ist eine Königsdistel. Wo ist der denn jetzt? Diego, da bist du. Sehr gut. Hier ist ein Schatz. Was haben wir denn da? Ja. Ist okay. Kann man nicht wirklich drüber meckern. Wo ist denn... Mensch, Diego. Alles klar bei dir? Hör auf zu rumzubuggen. Diego. Hör auf rumzubacken. So. Und das Ogerblatt hätte ich gern. Sehr schön. Jetzt die Frage, ob wir irgendwas auf dem Weg verpasst haben. Ach du Scheiße. Diego, ich glaube, wir müssen nochmal zurück. Ah ne, da war die... Oder? Ja doch, da müsste die Oase gewesen sein von dem Paladin. Ach komm, Diego. Jetzt hör auf rumzubuggen hier. Sandlurker. Und noch einer. 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 Oh, leicht verdiente Erfahrungspunkte. Ist das nicht schön? Was ist das für eine Musik in der Wüste? Das ist doch keine ordentliche Wüstenmelodie. Wenn ich da lang gehe, komme ich nach... Ja, okay, da komme ich nach Ishtar. Das ist eine Höhle. Da gehen wir rein. Ach, genau, da bin ich mit Riordian hoch. Ja, okay, ich erinnere mich. Ja, doch, ich kann so langsam die Karte für mich selber, so im Kopf ein bisschen, zusammenfügen. So langsam ergibt sich ein Bild daraus. Glaub mir, ich fand die Wüste immer so unübersichtlich. Sowas von fucking unübersichtlich. In Nordmar war ich mittlerweile schon so oft, da weiß ich ungefähr, welcher Weg wohin führt. Nicht genau, aber ungefähr. Ich muss ehrlich zugeben, ich fand Nordmar damals übersichtlicher als Varrant. Die Zeiten sind aber vorbei. Mit dem heutigen Tag. Der folgt mir sogar sehr schön. Wir haben nur einen Aase entdeckt. Also falls du
mal was trinken willst, Diego, jetzt hast du die Chance dazu. Sonst nicht. Ja, okay, er hat was getrunken. Zauberwurzeln. 2 Stück. 3. Ah, Löwen. Ja, okay. Ich weiß Bescheid. Die machen hier Rast. Fuck. Gut gemacht. Das war's für dich, Mistvieh. Wow. Wow. Das hätte ich nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Nee, das hätte ich nicht erwartet. Auch nicht mit Diego an meiner Seite hätte ich das erwartet. Dass die so leicht zu besiegen sind. Das ist Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Hey, ich fühle mich gut. Ich habe gerade eine Herde Löwen. Okay, ohne einen räudigen Bastard dabei, aber trotzdem eine Herde Löwen habe ich gerade fast im Alleingang besiegt. Diegos 2 Pfeile, die kann er sich irgendwo hinschieben. Die hätte ich auch nicht gebraucht. Yo, ewiger Wanderer, Jung. Ich will nur gucken, was hier ist. Okay, hier ist absolut tote Hose. Also ein bisschen an der Musik arbeiten würde nicht schaden. Zwei Goldbrocken. Aha. Hier ist auch noch eine Truhe. Fragt sich, was das für eine ist. Sieht aus wie eine Metalltruhe. Aber ich nehme die Pflanzen gerne mit. Zu schwer. Normale Truhe. Weißt du was? Wir haben 2 davon. Ja, ganz nett. Vor allem die Mana-Trank. Der ist ganz nett. Ui, da ist irgendwas. Ah, da ist hinten auch was. Ah, fuck. Jetzt habe ich F4 gedrückt aus Versehen, anstatt F5. Aha, ich wusste es. Das war's für dich, Mistvieh. Die werden sich gleich befreien. Und tschüss. Ach ja, das sind einfach keine Gegner mehr hier. Sehr schön. Sehr schön. So lässt sich's aushalten.
Ach, das sind Crawlerzangen. Ich so, what the hell, was ist das? Sind das Steine? Sind das Crawlerzangen, ey? Ich fass es nicht, ne? Das ist jetzt auch noch so eine fucking Ruine. Ey, ich möchte mir irgendwie Standpunkte auf die Karte setzen. Dass ich weiß, wo ich hin muss. Schakale, jede Menge. Nein, 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 nein. Tschüss. Alle weg? Nein, dachte ich mir. Wo ist Diego, verdammte Kackfresse, ey? Danke, dass du auch mal kommst, Diego. Ich habe hier schon mal Schakale erledigt, während du keine Ahnung was gemacht hast. So, komm an das Wasserfass, wir trinken jetzt erstmal einen Schluck. Nochmal. So. Hier sind noch mehr Sandcrawler, habe ich so das Gefühl. Ja, da. Darf ich den richtigen erwischen? Elendes Drecksvieh. Ja, das sind elende Drecksviecher, da hast du schon recht. So, einmal hier den Berg hoch, den Hügel hoch. Ah, da ist auch noch was. Jede Menge zu entdecken hier. Das ist ein Schatz mit einem Grabstein. Auch nice. Sieh mal einer an. Sieh mal einer an. Was haben wir denn da? Okay. Schätze. Sehr viele Schätze. Flasche, Flasche. Hier war wohl mal ein Lager. Von irgendjemandem. So, jetzt die Frage. Gibt's hier was? Ah, Diego kommt hier nicht hoch. Okay. Dann. Wenn ich Schwerte höre, können das keine Nomaden sein. Fuck. Warte hier. Na gut, dann bleibe ich hier. Komm mit. Also mal los. Und was habe ich gesagt? So. Blutschliff. Ein Varan. Zwei Varane. Sonnenkraut. Da war noch was. Seltsamer Pilz, okay.
Noch ein seltsamer Pilz. Aha. Das kann ich nur hoffen. Karawanenhändler, Wüstenläufer. Och, Diego, ist das dein Ernst? Ich hasse es, wenn sowas passiert. Bleibst du da gerade echt an dem Stein hängen? Jetzt komm. Speichern. Hast du zu viel Zeit? Zeig mir deine Ware. Steht im Gesicht geschrieben, dass der Karawanenhändler ist. Jeder ist seines Glückes Schmied. So. Das hier. Kann ich das verkaufen? Amulett des Kriegers. Das behalte ich mal. Maximaler Me. Das kommt auch weg. Dann Sedeneimer. Habe ich hier noch irgendeinen? Teleportstein? Nein. Schrecken kann weg. Ja, obwohl das Öl, das lasse ich mal. Das kann aber weg. Und da bist du dir ganz sicher. Ha. Ui, habe ich wieder viele Zähne. Wenn du Wasser kaufen willst, sprich mit den Sklaven. Was hast du anzubieten? Ich bin Sklavenhändler. Ich handle nur mit den schönsten Frauen des Landes. Sieh dir meine Ware an, dann wirst du sehen, dass ich nicht lüge. Geh ruhig näher heran und sprich mit dem Mädchen deiner Wahl. Du solltest mich besser nicht stören. Ah ja. Diego, möchtest du eine Frau haben? So, sollen wir jetzt Gothic 4 Tailing machen? Eine von denen beklaut mich und ich schlag die behindert. Und dann. Ich bin die schönste Tänzerin des Landes, sagen sie. Aha. Ich bin des Tanzens müde. Ich hoffe, ich werde bald jemandem gehören, der nicht nur meine Tanzkünste bewundern will. Was willst du? Welch ein gut aussehender Mann. Bist du ein Händler aus Murasul? Nicht direkt. Schade, ich wäre so gerne die Frau eines reichen Händlers geworden. Die Frau des reichsten Händlers der Stadt zu sein, das wäre etwas für mich, meinst du nicht? Du solltest jetzt gehen. Ich frage ihn mal, was es kostet. Ich möchte Jasmin kaufen. Jasmin ist die schönste Tänzerin, die du in diesen Landen finden kannst, Fremder. Sie ist etwas ganz Besonderes und ist mit Gold nicht zu bezahlen. Komm wieder, wenn du mir ein Angebot machen kannst, was ihrer würdig ist. Nett. Nett hast du's hier in deiner Oase. Murat. Schön sieht's hier aus. Aber ich muss weiter. So, wir müssen jetzt noch nach Murasul kommen.
So, 1, 2, 3. Da bist du ja, Diego. Hallöchen, Nussknacker. Willkommen beim Stream von Gothic 3. Zack. Zack. Gut gemacht. Das war's für dich, Mistvieh. Was mich auch gar keins von den Mistviechern jetzt da hinten stört. Ich hasse die Viecher. Ich auch. Ich mag sie auch nicht besonders. So, warte hier. Na gut, dann bleibe ich hier. Okay. Können weiter. Komm mit. Gut. Gut, gehen wir. Und zwar hierhin. Gut gemacht. Ach ja, ich liebe das. Gut gemacht. Ich hasse die Viecher. Gut, dann tu mir noch mal bitte den Gefallen und warte hier. Warte hier. Na gut, dann bleibe ich hier. Ich gehe hier runter und guck, ob es hier was zu holen gibt. Okay, Luft ist rein. Vergiftung heilen, okay. Gut, dann weiter geht's. Komm mit. Warte mal los. Moment, ist da ein Lagerfeuer gewesen? Ich sehe hier doch, hab doch gerade ein Lagerfeuer gesehen, oder nicht? Tatsache. Was ist das denn für ein Lagerfeuer? Warte mal. Warte. Na gut, dann bleibe ich hier. Lol. Das ist eine Fackel. Okay. Komm mit. Warte mal los. Hi, wir gehören zusammen. Du, Wanderer, endlich bist du gekommen. Was willst du? Merdarion, der Wassermagier, schickt mich. Ich bringe dich zu ihm, wenn du es wünschst. In der Wüste kann es ziemlich heiß werden. Deshalb ist es gut, wenn ein Mann weiß, wie er sich vor der Hitze schützen kann. 15 Lernpunkte. Bring mich zu Merdarion. Folge mir, Wanderer. Nee, das bin ich noch nicht bereit zu geben. So. Gut gemacht. Um dich ist es elendes Drecksvieh. Na komm mal ein bisschen ran hier. Dich wird niemand vermissen. Die Viecher. Armselige Kreatur.
Ich kann es doch nicht sein lassen, die in Ruhe zu lassen, ne? Ich hasse die Viecher. So, Diego, komm weiter. Wir müssen diesem Typen folgen. Dem hast du es gezeigt. Ja, natürlich. Ich bin kein Anfänger. Dich wird niemand vermissen. Das war's für dich, Mistvieh. Yay. So, weiter geht's. Hier ist ein Schatz versteckt. Ist sonst niemand im Chat? Nö, scheint nicht so, dass jemand im Chat ist. Ich kann das auch gerade nicht sehen, wie viel online sind. Nee, du scheinst der Einzige zu sein, der gerade online ist. Ich habe einen relativ ruhigen Chat, kann man sagen. Ich habe mehr so die Leute, die mir zugucken. Anstatt Leute, die sich viel unterhalten. Also, ab und zu mal habe ich etwas Zuschauer hier, aber eher selten. Also, selten Zuschauer, die sich viel unterhalten. Das meine ich damit. Ich würde jetzt noch da lang gehen, aber er will in die Höhle. Also gehen wir in die Höhle. Komm, Diego. Willkommen! Merdarion hat uns schon viel über dich berichtet. Wir sind bereit für dich zu kämpfen, Entscheider. Wir werden dich in die Sklavenburg begleiten und unser Blut mit dir vergießen. Aber noch ist es nicht an der Zeit. Wenn du das Artefakt aus dem Tempel in deinen Händen hältst, werden wir Morasul angreifen. Wie kannst du mich noch unterstützen? Ich kann mein Wissen mit dir teilen. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Dazu bist du noch nicht bereit. 12 Stärke. Aha. Wildjäger kann er mir beibringen. Lass mich in Ruhe. Erstmal Pause machen. Ich bin mir sicher, du hast das. Lass mich in Ruhe. Ich mach erstmal Pause. Hast du nichts zu tun? Was zur Hölle? Ach so, ein Bullshit. Warte mal hier. Warte hier. Na gut, dann bleibe ich hier. So. Hey du, was schleichst du hier rum? Wir sind da. Es ist gut, dass du gekommen bist, Wanderer. Der Weg zu Merdarion. Komm, auf geht's! Na gut, dann bleibe ich hier. Okay, B. Schlafen. Warum kann ich mit diesen fucking Steintafeln nicht interagieren? Wenn mir jetzt Wissen fehlt, ne? Ich raste aus. Was war das? Gut, dass du gekommen bist.